Geschätzte Damen und Herren, ich darf euch begrüßen hier zum Parlamentsanlass 2019 in diesem Klangmaschinenmuseum. Wie bin ich auf die Idee gekommen, hierher zu kommen? Als ich mir überlegt habe, was könnten wir machen, habe ich mir zwei Ziele gesetzt. Wir gehen nicht reisen und wir machen da keine Politik, wir machen mal etwas anderes. Und was ich jetzt merke, habe ich den dritten Punkt, glaube ich, auch noch. Die Akustik da drin passt, wir können schwätzen miteinander. Bis jetzt hat es recht gut angefangen, was ich gesehen habe. Es wird kreuz und quer über den Tisch diskutiert, Parteigrenzen und auch die Stufen vom Gemeinderat und Stadtrat. Das soll heute mal ein bisschen überschritten werden, dass wir schwätzen miteinander. Das hat also schon ganz gut angefangen. Ich habe verschiedene Ideen zusammengesammelt und dann habe ich mir zum Ziel gesetzt, dass wir das Jahr nicht weiter reisen, dass wir keine Politik machen und die Zeit könnt nutzen, eben da, um miteinander reden. Also das, was wir jetzt da hören im Hintergrund, das ist ein wichtiger Aspekt für uns. Das finde ich perfekt. Also an einem Tisch können wir ja politisieren oder über irgendetwas reden, aber das nicht ein politisches Thema im Vordergrund steht, das finde ich ganz okay. Also das ist der absolute Hammer, weil da kann man sich auf anderer Ebene begegnen, ohne politisch müssen aktiv zu sein, weil das sind wir sonst wirklich genug und hinter den Politikern sind auch immer ganz lässige Persönlichkeiten, die man in so einem Rahmen besser kennenlernen kann. Darum begrüße ich das sehr. Parlamentsausflug ohne Politik finde ich eine gute Idee und ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung. Es ist Gelegenheit, dass man einander auch mal noch persönlich näher kennenlernt. Das erleichtert dann auch später wieder das Zusammenarbeiten auf einer anständigen, sachlichen Basis. Also ich kann dazu eigentlich gar nicht mehr anfügen, als du gesagt hast, weil wir haben das auf die Fahne geschrieben, dass wir nicht über Politik reden. Und ich glaube, es ist eben ein guter Moment, dass wir auch mal die Weltlöhnrevue passieren, oder? Oder die Musik, oder was wir da haben. Ich finde es gut, ohne Politik mal etwas zu machen. Und wir sind hier, glaube ich, am richtigen Ort. Wir machen nicht viel Lärm. Ja, es ist schön ohne Politik, aber es ist ein Trugschluss, weil wir reden ja über Politik. Und Politik ist das, was uns alles zusammen verbindet. Von dem her gesehen gibt es gar keinen Parlamentsausflug ohne Politik. Und das ist auch gut so. Ich begrüße es auch sehr, wobei Diskussionen am Tisch gehen ja gleich nicht ganz ohne Politik. Aber ich glaube, das ist ja das, was uns verbindet und auch das Leben spannend macht. Ich finde es eine Bereicherung, den Austausch über Parteigrenzen aus. Ohne Politik geht es zwar nicht, aber mindestens diskutieren wir auf anderer Ebene. Nicht zu konkreten Themen, sondern wahrscheinlich übergeordneten, die uns generell alle betreffen. Und das finde ich schön. Es ist zwar ein Parlamentsausflug ohne Politik, aber wir reden gleich immer wieder über Politik. Und ich finde, das darf es auch so sein. Also wenn ich jetzt in die Runde schaue und sehe, wie die Leute eben schwätzen miteinander, parteiübergreifend und auch vom Amt übergreifend, dann haben wir, glaube ich, ein Ziel können erfüllen. Ja, also zu der Digitalisierung oder zu der Entwicklung hat mich einfach fasziniert, auch nochmal zu sehen, wie schnell dass sich was verändert hat, schon früher, eben mit diesen Entwicklungen in den letzten 300 Jahren und jetzt die letzten 50 Jahre nochmal. Also absolut eindrücklich ist natürlich, dass man es endlich einmal sieht, die Digitalisierung. Aber wenn man weiss, dass Binäre schon im Mittelalter Mathematiker erfunden haben und das heute eigentlich erst zum Tragen kommt, halt sehr undurchsichtig mit der ganzen elektrischen Sache. Und wenn ich jetzt doch noch ein bisschen Politik reinbringen will, heisst das, im Parlament sind wir schon seit Jahrtausenden unterwegs mit Ja und Nein. Also auch wenn hier in diesem Klangmuseum vieles oder fast alles mechanisch funktioniert, hat man doch beim einen oder anderen Gerät festgestellt, dass die Vervielfältigung und die Vermehrung auch im Vordergrund gestanden ist. Und das ist nichts anderes als Digitalisierung. Einfach in einem anderen Ansatz, für uns noch eher fassbar, wo man eben, was der Toni gesagt hat, heute, wenn man über Digitalisierung redet, kaum mehr nachvollziehen kann, weil man es eben nicht mehr mechanisch sieht, was da eigentlich geht. Aber der Ursprung ist offenbar, hat da schon stattgefunden.
Was haltest du von den Anfängen der Digitalisierung, du Fachmann Rolf? Ja, es freut mich außerordentlich, auch dazu eine Stellung zu nehmen. Wir haben heute tatsächlich einen grossen Teil von der Digitalisierung erlebt. Wir haben nämlich gesehen, was man mit Luft alles machen kann. Also Luft oder keine Luft, das ist die entscheidende Frage. Und das ist, glaube ich, im Parlament auch so. Da gibt es auch einen Haufen Luftschlösser. Aber heute haben wir da erlebt, dass wenn Luft kommt, dann tönt es. Aber wir haben sogar erlebt, dass es bei einem Vakuum tönt. Und das sind die, genau die Zusammenspiele, wo es einmal eben Luft und einmal Vakuum hat und beides mal funktioniert. Ich möchte mich auch noch im Votum von der Susanne anschliessen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Vielleicht habe ich jetzt auch das riesige Glück gehabt, einen ganz tollen Tisch zu verwischen. Aber meine Tischnachbarn, darf ich sagen, sind sehr lobenswert. Ja? Mein Interviewpartner, wo ich dann das Mikrofon wieder zurückgebe, war da auch sehr vertreten gewesen. Und wir haben es fast geschafft, auf die vollständige Politik zu verzichten. Wir sind aber auf einem guten Weg. Willst du da noch etwas dazu? Nein, es gibt nichts zu ergänzen. Du hast das eigentlich wieder erwartend deiner politischen Gesinnung hervorragend gemacht. Ja, also ich finde es sehr einen gelungenen Anlass. Er ist unkompliziert, man kann miteinander reden, es ist nicht zu laut. Ich finde das KMU-Museum sehr eindrücklich, dass jemand die Energie hat, das zu errichten und vor allem das auch zu unterhalten, nach seinem Tod in dem Sinn. Und was mich sehr fasziniert, dass man früher mit so viel Präzision so schöne Instrumente hervorgebracht hat. Und es ist eigentlich wirklich der Vorbote von der Digitalisierung. Und ich glaube, es zeigt, wie mit sehr viel Feingefühl und Wissen in der Schweiz etwas produziert worden ist, wo heute noch Bestand hat. Und andererseits zeigt es auch den Wandel von der Zeit. Das wird uns auch so gehen. Ich weiss nicht, was wir mal in 50 Jahren von der heutigen Zeit im Museum haben werden. Da wäre ich sehr gespannt darauf, das mal zu sehen. Digitalisierung ist ein wahnsinniger Fortschritt. Und ich staune immer wieder, was eben auf kleinstem, irgend auf einem Plättchen Platz hat. Und heute wieder müssen staunen, wie wir vor über 100 Jahren wahnsinnig präzise Sachen können machen, ohne einen Computer, was berechnet, vieles Handarbeit. Also Hut ab vor der letzten, vorletzten Generation, was die jetzt zustande gebracht haben. Die Frage ist ein bisschen, wer ist die Walzen oder der Lochstreifen, wo Musik produziert? Ist das der Stadtrat oder ist das Parlament? Und, eigentlich sagt man, das Parlament sei das Orchester und alle Einzelnen spielen dort mit. Und von dem her gesehen ist, glaube ich, das Parlament der wichtige Ton und Grundton. Und der Stadtrat, wo eigentlich der Stadtrat auch reflektiert oder vielleicht einmal ein bisschen reinredet. Und der Stadtrat ist natürlich in der Exekutive der, den Ton angibt. Und wie wir das haben, die Trennung Exekutive, Legislative, das spielt, glaube ich, in Wetzikon gut. Mit tüpfelten Ton, den Takt will ich manchmal ein bisschen erhöhen. Es braucht beides. Laute Töne und leisliche Töne. Und es kommt immer darauf an, was hat man für ein Ziel dahinter. Wo muss die Wirkung her, eben wie der Roger gesagt hat, gegen aussen oder ist es gegen innen. Heute haben wir leisliche Töne gehabt. In der Parlamentssitzung haben wir etwa die einfach lautere Töne, weil es halt eben an ein anderes Publikum gewendet ist. Ja, das ist natürlich eine Frage, die jetzt aus dem schönen Klangmuseum kommt. Da haben wir jetzt Instrumente gehört, die so laut sind, dass ich meine Hörgeräte abziehen musste. Das war dann zu viel, 80 Dezibel. Und ich glaube, das brauchen wir in unserem Parlament nicht. Ne? Wohlklingende Töne hingegen, das wäre wünschenswert. Es geht ja doch darum, dass wir ein gutes Team werden, Parlament und auch die Verwaltung und der Stadtrat. Das wünsche ich mir eigentlich und das könnten nur schöne Töne sein. Ich fände es ein bisschen schön, wenn es ein bisschen leisere Töne sind, dafür schöne Töne. Und nicht immer, es muss nicht immer nur laute Klänge gehen, die sich einfach gegenseitig überstimmen und keine Harmonie dabei entstehen kann. Mit der Klangmaschine und Stadtrat, das ist insofern richtig, weil der Stadtrat der muss ja miteinander harmonieren. Der kann ja nicht persönliche Meinungen rausbringen, sondern was der Stadtrat sagt, das muss stimmen. He? Das Parlament ist eher etwas, das nicht so stimmig tönt. Das tönt ein bisschen schräg und mal hin und her ist ja klar. Das ist nicht sehr musikalisch, das Parlament. He? Leider. Laute Töne sind die, glaube ich, für
für die Außenwelt, sprich für die Presse, Medien, und da ist ganz viel Selbstdarstellung. Aber ich glaube, ganz viel die leiseligen Töne ist das, was das Parlament ausmacht, wo ganz viel Arbeit drin steckt, wo ganz viel Wohlwollen drin ist, auch gegenüber der Verwaltung, gegenüber der Stadträten. Und dort ist aus meiner Sicht dort, wo ihr Politik macht. Nicht dort, wo es laut wird, sondern dort, wo es im ruhigen Rahmen sehr konstruktiv miteinander vorwärts geht. Und wenn wir jetzt schon im Klangmuseum sind, wäre es natürlich absolut spitze, wenn wir mal so eine Musikorgel bei uns im Parlament stehen hätten, dass wenn es Misstöne gibt, tut uns das erinnern, dass wir auch harmonisch unterwegs sein können. Ich glaube, das ist etwas, was uns im Parlament zu Witzigen ein bisschen auszeichnet, auch wenn wir etwa die vielleicht auch kontrovers oder laut diskutieren, dass doch ganz viel Wohlwollen und Achtung vor dem Gegenüber ist und wir so politisieren, auch wenn es hart ist. Und mehrheitlich oder fast immer finden wir auch den Ton, der nicht unter die Gürtellinie geht, sondern wirklich auf der Sachebene bleibt. Und das schätze ich sehr über Parteigrenzen aus. Also die entscheidende Frage ist wirklich, ob die, die nicht da sind im Klangmuseum, das überleben, dass sie etwas sehr Schönes verpasst haben. Und ja, ich finde es ganz toll, das Erlebnis und das mit dem Parlament erlebt zu haben. Also mir hat das gefallen, weil das sehr breites Spektrum war. Mit der Feinmechanik, die da vor 200 oder noch mehr Jahren teilweise entwickelt worden ist und gemacht worden ist. Mich hat der Wert von dem Museum beeindruckt, und zwar zum einen der ästhetische Wert von diesen wunderschönen Klangobjekt und zum anderen auch der materielle Wert, der da drin versteckt ist, der wohl ebenfalls enorm ist. Für mich, muss ich sagen, ist das genau das, was ich mir wünsche. Einfach mal Zeit haben mit Kollegen, Parlamentskollegen, Stadtratskollegen, Verwaltung. Einfach mal ein bisschen austauschen, neben politischen Themen, wo man miteinander, ja, einander auch anders kennenlernen, auch mal etwas Persönliches können reden. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und für mich müsste es nicht politisch haben, einen Ausflug, sondern das Gesellige ist für mich wichtiger. Ich kann das, was der Roger gesagt hat, nur unterstützen. Es ist ein wichtiger Punkt, irgendwo mal zu sein, mit dem Parlament zusammen, jetzt gerade zwischen Stadtrat und Parlament, mit dem Parlament zu sein und einfach zu sagen, oder, wir sind alles Leute, die in Wetzig gewählt sind, die sich einsetzen und die Persönlichkeiten sind, einfach mal zu schwätzen über Gott und die Welt. Ich finde, das ist aus dem Tisch sehr gut gelungen. Es ist ein schöner Anlass. Ich aus der Sicht von der Exekutive höre natürlich so Voten von Parlamentsmitgliedern sehr gern. Und wird das als Level nehmen, auch für die künftigen Zusammenarbeitstätigkeiten. Und es ist eine gesunde Basis. So wollen wir weiterarbeiten. Merci vielmals. Wir hatten einen lässigen Tisch heute. Eine gute Diskussionen. Und das ist wirklich. Darum gehen wir an die Parlamentsanlässe. Dass das möglich sein kann. Und mir hat das Gemeinschaftserlebnis auf dem Karussell am absolut am besten gefallen, so kindlich und fröhlich und lustig.